It's been a demanding week at this working-class city of Rochester. A week that's left many a golfer dragged down by the weight of expectations and the gravity of the moment. Now, on this final Sunday, one will emerge here in the Empire State, push through it all, and become the People's Champion. This is the final round of the PGA Championship. EA Sports and the PGA Tour so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From Oak Hill Country Club in Rochester, New York, live final round coverage of the PGA Championship. And this, one of the sterner tests a golfer's going to encounter, 18 holes to decide a championship. The A-plus game has to be there to make this work as we look at the early leaderboard. The leader is the former UNLV running rebel, Kurt Kitayama. He's at even par here as we have not seen a lot of scoring just yet. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde EA Sports PGA Tour im Oak Hill Country Club. Heiße ich euch recht herzlich willkommen zum zweiten Major des Jahres und der PGA Championship. So, wir schauen mal kurz rein ins Leaderboard an dieser Stelle und wir sehen, dass ja noch nicht allzu viele draußen sind, also um ehrlich zu sein, sind wir wohl ganz, ganz vorne mit dabei. 8:06, 3:42. So ganz verstehe ich jetzt die Uhrzeit nicht. So ganz verstehe ich. Oh, doch, ganz klar. Wir sind tatsächlich ganz früh morgens um 8 Uhr draußen. Und das Starterfeld geht bis nachmittags. Das wird eine spannende Geschichte. Final Round. Und wir spielen zusammen, ja, mit Hideki Matsuyama. Nee, mit Sungjae Im, glaube ich. So war das. Augenblick, das sehen wir jetzt hier. Wenn wir in die Scorekarte schauen, dann werden wir es gleich nochmal sehen. PGA Championship Final Round, PGA of America mit Sungjae Im. So ist es richtig, dem Südkoreaner. So, wunderbar. Wir legen los. Wir lassen es uns gar nicht lange bitten. Wir spielen natürlich hier den Driver, Par 4, 444 Yards. Er nimmt, ja, mit Wind leicht nach links. Das ist sogar gut so, hervorragend. Dann nehmen wir hier einfach den Draw ein bisschen mit. Und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für das zweite Major des Jahres. Okay. Knapp. Ah, okay. And that is going to miss the fairway as his opening tee shot is in the rough. It's okay, not ideal, but manageable from there. Oh, der hat sich gut angehört. Dem Publikum gefällt der Schlag Mitte Fairway. And that'll do just fine. A good start to this final round. Safely in the fairway at one. Yo, safely in the fairway. Walking the course today, let's bring in Notah Begay III. Left himself with 144 yards to the front, 160 to the hole. Pin sitting on the left half of the green. I like the looks of this one. Oh, das war ja schon wieder ein sehr guter Anfang. Das kann ja eine spannende Geschichte werden. Okay, wir sind aus dem Rough 89,96. Wir werden also an Länge verlieren. Auf der anderen Seite wird er rollen. Eisen 9. Eisen 9 würde ich gerne etwas kürzer spielen. Ja. Er wird keinen Spin haben. Ja, doch, das müsste eigentlich so hinkommen. Okay. Ja, deutlich weiter nach rechts. Deutlich. Damit wir auf jeden Fall Mitte auf dem Grün aufkommen. So, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen langsamer. Ja, der ist nicht so schlecht, aber bleibt liegen. Hervorragend. And that's a good approach shot too. Just a little left of the hole, but a good chance for birdie. Ja, da kann man schon das Däumchen zeigen. Und wir sehen, dass wir eigentlich fast kein Break haben. Wer liegt gut. Das ist eigentlich eine gute Lage hier auf dem Grün. Leicht bergab. Fast kein Break. Trotzdem ein kleines bisschen rüber, bisschen kürzer. Dadurch nimmt er zwar das Break noch etwas an, aber das müsste doch so passen. Oh, yes! That's the way to start the day. It is a birdie here at the opening hole. And he will definitely not say no to that. Ja, Oak Hill, Rochester. Ich bin der Meinung, relativ einfache Grüns. Relativ. Good opportunity unfulfilled. Oder sagen wir mal lieber gut bespielbare Grüns, aber man soll natürlich nie den Tag vor dem Abend loben. Deswegen müssen wir sie trotzdem packen. Ja, das zeigt auch Mr. Im. The second hole here at Oak Hill is known as Breather, but don't be fooled by the moniker. This one has some teeth. At 405 yards, it is not overly long, but a tee shot here needs to be precise because the fairway is narrow and lined with bunkers on both sides. Ja, und das Thema, den Abend nicht loben. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind praktisch der erste Flight, der zweite Flight, der draußen ist. Und das heißt natürlich, hier wird sich noch vieles, vieles tun. So, 403 Yards ist eigentlich ein verhältnismäßig kurzes Par 4. 288, dann hätten wir noch knapp 120, kurzes Eisen. Ich bin deswegen am Überlegen, nicht, dass er uns da hinten links reinrollt in den Bunker. Ja, wenn wir ein Holz 3 nehmen, wäre das vielleicht sogar in dem Fall geschickter. Ja, die Frage ist, wie viel Roll hat das Ganze? Wie viel Roll? Und können wir das mit einem leichten Fade ein bisschen umgehen? Ja, doch, das passt hervorragend. Das springt ein bisschen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, der hätte beinahe zu lang sein können. 93 Yards, ein schönes Wedge noch. Ja, und der wird auch passen, hervorragend. Der wird auch passen. So the golf ball ends up in that first cut. It's a little bit less than 2 inches. You can see the golf ball should be able to get at it, but may not be able to control the spin. We'll see. Ja, über rechts. Kommt der noch rein? Kommt der noch rein? Da hat er Glück gehabt. A little long, as we can see, and a little to the right, but still makeable if you hit a good one. Ah, der Wind kommt auch. Okay, Finesse. Die Frage ist, wird er einen Spin annehmen? Müsste normalerweise ziemlich spinnen hier. Ja, Finesse müsste eigentlich etwas weniger Spin haben. Geht ein bisschen nach oben, 16 Fuß, Wind von rechts. Ja, das machen wir dann genauso. Ja, genau. Yep. Ja, der ist kurz und der wird spinnen. Ja, da kommt ein bisschen zurück. Okay. That's a bit of a head turner, really. That was a green light situation from that distance, and far from the best shot I've seen today. Oh. We welcome in Iona Stephen. This a putt for birdie. 12 inches. I'm looking to see the break, and I'm really not seeing a lot. If I had to push it, a hair of right to left, dependent on pace, slightly up the slope. Ja, wir sehen leicht über rechts. Es geht einen Berg hoch. oben ist es dann, na, es geht die ganze Zeit den Berg hoch. Leicht über rechts, ja, wir werden da schon ein bisschen Gas geben müssen, das heißt, dann nimmt den Spin, er nimmt natürlich das Break dann etwas später an. Ja, wir machen ein bisschen mehr. Ah, da ging ihm die Luft aus, aber guter Putt. Here's Sungjae. With a look at birdie. Ja, deutlich mehr Break hier über rechts. Da bricht er nach, da bricht er und... Ah, Amateureingang. Unterm Loch durchgepattet. So, das sollte jetzt wohl kein Thema sein. Einfach mal hier konsequent mit Schmackes rein. And that's going to preserve this tenuous one-shot lead. Okay, safely in for his par. And this will remain a one-shot advantage. Ja, sieht jedes Mal ein bisschen merkwürdig aus, die kurzen Distanzen. The third here is a long par 3 at 230 yards. It's protected by two bunkers left and two more short and right. But the biggest concern here is making sure you get enough carry over an aggressive false front, because just about anything that lands in the front third of the green won't be staying there for too long. Ja, hops, ich kann mich noch gut erinnern, gar keine leichte Fahnenposition. Kurz links ist natürlich ganz, ganz gefährlich, aber der Wind drückt den Ball sowieso nach rechts. Hybrid. Eisen. Leicht erhöht, aber wir haben Rückenwind. Ja. Man müsste da eigentlich mit einem leichten Draw versuchen, dagegen zu steuern. Mit einem leichten Draw. Ja, die Frage ist, wenn er die Falsefront, wenn er vorne aufkommt, wird er natürlich relativ schnell zum Liegen kommen. Wir haben aber etwas Rückenwind. Wir werden es probieren, aber ein bisschen mehr über rechts, weil lieber lasse ich ihn im Vorgrün liegen als im Bunker. Ja, aber der Wind drückt ihn auch rüber. Ja. Ja, die Kurve ist erstmal gut. Wenn er vorne aufkommt, springt er ein bisschen hoch. Sehr gut. Wir sind zumindest mal auf dem Grün. Das ist schon mal die halbe Miete. That was obviously well struck, but it came in a little too hot, and that one's going to run out and leave him a much longer birdie putt than he would have hoped for. Ja, auch False Front und damit er liegen bleibt. Ja, das war gerade das Gegenstück, da war etwas zu kurz. Ja, aber war praktisch dieselbe Idee. Well, this one's all about a light touch in the hands. There's really not a lot of break in it, but it will gain speed as it goes down this ridge. So, 10 Inches down, das heißt auf jeden Fall kurz lassen, sonst rollt er uns durch. Der rollt uns durch sonst. So, das Ganze natürlich wieder über rechts. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Das ist so ähnliches Break wie gerade eben. Ja, der bricht zu sehr, der geht links vorbei. Ja, okay, bleib liegen. Sehr gut, sit. Now from the apron, second to the par 3. Oh, da liegen wir ja nebeneinander. Ja, wichtig ist immer das Thema Break. Wenn wir keinen Break haben, ist eigentlich alles ganz gut. Leicht über links. Es ist eigentlich Level, also müsste das gar kein Problem sein. Leicht über rechts übrigens. Und anscheinend führen wir immer noch mit dem ersten Birdie. Nee, oder? Ist jetzt nicht sein Ernst. Here at the third, and that lead gonna drop to a single shot. Ja, wir führen immer noch. Eins unter Paar. Now the only par 5 on this opening 9, and at 615 yards, the longest on the course. It is a stout task. Bunkers and out of bounds loom on the right side of the fairway, with trees running along the left. Okay, wir haben es gehört. Das ist das einzige Par 5 auf den Front 9. Und da sollte man natürlich versuchen, ein Birdie zu spielen, ob wir aber mit dem zweiten draufkommen können. Wir haben Rückenwind, aber wichtig wäre natürlich, dass wir auch auf dem Fairway bleiben, damit wir mit dem zweiten Schlag auch Länge machen können. Ja, der Wind soll ihn natürlich ein bisschen links rum bringen. Das ist schon richtig. So, damit er in die Kurve kommt. Und noch etwas Länge generiert, noch Roll macht. Aber auch nicht zu viel, damit wir nicht hinterm Baum liegen. Komm, bleib liegen. Ja, okay. First Cut. Ja, ist deutlich kürzer als wir. Driving's been sensational all week and here's another one that's going to set up nicely in the fairway. Noch 316 Yards bis zum Stock. Now from way back, better than 300 yards, a second to the par 5. Aber schönen Schwung hat er, muss man ihm lassen. An den Bäumen vorbei, links Richtung Bunker. Ja, wäre auf dem Fairway gewesen. So, jetzt sehen wir es. Da müssten wir auf jeden Fall einen Draw spielen. Auf jeden Fall einen Draw, damit wir praktisch hier um die Bäume rumkommen und den Ball aufs Grün bringen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Das wäre herzallerliebst. Noch ein bisschen mehr Kurve. Ja, der Wind drückt ihn in die andere Richtung. Ja, da bleiben wir wieder in den Bäumen hängen. Ja, ich glaube, da haben wir was mitgenommen, oder? Da haben wir was berührt. So, das Ganze aus dem Rough. Da wird er natürlich an Länge verlieren und hat keinen Spin. Wenig Spin auf jeden Fall. Das heißt mehr Roll. Und der ist knapp. Ah, da war's. Das war Präzision. Höchste Präzision war das. Also den hätte er nicht kürzer spielen dürfen. Auf keinen Fall nicht kürzer. So 33. Das heißt theoretisch 22. So um die 22. Aber wir haben ein bisschen mehr Spin. Also gehen wir 23. Das Ganze bricht nach rechts. Würde ich einfach mal sagen. Ist auch etwas erhöht. So. Sehr schön. Ich denke, da haben wir eine Birdie-Chance. Nothing wrong with that. Inside of 5 feet. Nicely done. Him now for his birdie. Ja, der geht aber links vorbei, oder? Der und zu kurz. Links und kurz. Oh, da haben wir eine gute Chance. Level. Noch ein bisschen mehr über die rechte Lochkante, würde ich sagen. Weil leichtes Break hat er. Yeah, that's a well-played hole. It's a birdie here at 4. Will certainly help the cause. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And this is going to stay a two-shot lead. So, Sungjae Im mit einem Bogey am vorigen Loch. The fifth hole here at Oak Hill is entirely new as of a recent renovation. Inspired by the original 6th hole, it checks in at an even 180 yards. 4 bunkers in total ring this plateaued green. If your tee shot doesn't wind up on the putting surface, par becomes a risky proposition at best. Okay, leicht erhöht, Rückenwind. Und die Fahne steckt hinten. Wir haben eigentlich jede Menge Grün zum Anspielen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und der Ball wird rollen. Etwas höher anspielen. Der ist zu lang, Ah! Ärgerlich. Ja, der sieht besser aus. Der ist kurz genug und rollt hin. Ja, ist wieder zu kurz. That's going to be on the putting surface, and a birdie looks straight ahead. Now this Notah for birdie. Not a ton in this, but you have to hit it firm. Ja, geht da rein, Ja, der ist wieder zu kurz, tendenziell immer zu kurz. Die Putts sind immer zu kurz. Will ich den chippen? Ich will den eher pitchen. 8. Ah. Kommt er wieder zurück. Ich verstehe das nicht, warum der aus dem Rough dann immer ein bisschen wieder zurückkommt. Aber ich denke, das Paar sollten wir retten können. Leicht bergab. Über rechts. Break über rechts. Yeah, that's good putt. It is a par here at the 5th. And he'll stay at 2 under. Ja, das war jetzt ein bisschen Kampf, muss man sagen, aber wir haben es gewuppt. Das Paar gerettet. That one finished off. It is a par here at 5. And he'll remain right where he is. So, wir liegen immer noch 2 unter Paar und noch in Führung. Now to the 6th, which in fact was the old 5th hole here in years gone by. It's a long par 4 at a full 500 yards. Allen's Creek, which we saw on hole 1, makes an appearance here as well. This is the #1 handicap hole, so par is a very good score. Wir kommen zum schwersten Loch dieses Kurses, zur schwersten Bahn. Handicap 1 heißt, hier ist die schwerste Bahn. Ein 486 Yards langes Par 4, also ein sehr langes Par 4. Wir haben auch noch Gegenwind und hier natürlich mit dem zweiten Schlag das Grün zu erreichen, wird nicht einfach. Und vor allen Dingen müssen wir hier gut unseren Drive platzieren. So. Ja, der wird mir jetzt nicht rechts weggehen, oder? Nee, das passt soweit. Und schön weit rechts, das ist gut. Driving's been sensational all week and here's another 194. 194 bis zum Stock, das ist gut. Da können wir das Grün erreichen. Ja, hat sich für ein Holz 3 entschieden. Er lässt ihn deutlich kürzer. Da kann er eigentlich nur mit dem... Ja, doch, es geht. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. 222. Ja, Eisen. Ob da ein Eisen reicht? Ja, muss er schon ganz schön durchziehen. Ja, der lässt ihn reinrollen, er lässt ihn reinrollen und das hat er hervorragend gemacht. Also das sollte jetzt ein Birdie werden. So, wir haben Gegenwind, Eisen 6. Eisen 6 ein bisschen kürzer, weil der wird reinrollen, so wie seiner gerade eben. Ja, der wird drauf springen. Ah, bleibt vorne liegen. Okay, schade, da hat ein bisschen was gefehlt. Ein kleines bisschen nur. Dann wäre er reingerollt. Now Notah, this for birdie. And putt coming up a ridge. One you might have to hit a little firmer to take some of the breakout. So, leicht bergauf. Haben wir uns schon mal justiert. Das Ganze natürlich wieder über rechts. Tendenziell sehr häufig über rechts. Mhm. Ja, vorhin war er etwas zu kurz und da wäre er aber links vorbeigelaufen, gell? Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen mehr. Oh! Oh yes! Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he will definitely not say no to that. Oh, 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 oh. Oh. Okay, nicely played. That's in for birdie here at 6. Will certainly help the cause. So, wir kommen zur nächsten Spielbahn. The 7th now is a par 4 at 460 yards. Allen's Creek runs up the right side of the hole before darting directly across the fairway. The approach is a tough one too, uphill to one of the more challenging greens on the entire golf course. Auch diesmal wieder ein Par 4 und auch diesmal kommt Wasser ins Spiel. Allerdings in Form eines Baches. Wir müssen also schauen, dass wir da gut drankommen. Ah, das passt schon. Der Wind drückt ihn auch ein bisschen nach links. Ja, das sollte eigentlich okay sein. Der Baum da vorne dürfte nicht groß ins Spiel kommen. Kleiner Draw vielleicht, kleiner Draw. Naja, startet mir ein bisschen weit rechts, aber ich denke, es passt, oder? Ah, rollt ganz schön aus, aber das passt. 139 Yards, das ist hervorragend. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wieder wechselt auf das Holz. Nein, er behält den Driver in der Hand. Etwas mehr über links, so wie es aussieht. Ja, springt nach rechts ins Fairway und das auch guter Schlag, passt, wenn auch deutlich kürzer. He needs to be mindful of the breeze here as he sets for a second. Ja, der Bunker natürlich davor, aber das passt. Guter Schlag, guter Schlag. Wieder eine Birdie-Chance. Ja, wir haben etwas Rückenwind. 139 left to the flag and the pin on the left portion of the green. Ja, wir haben Rückenwind, aber es ist auch etwas erhöht, ne? Etwas erhöht. Besser, wir bleiben. Ja, wir schauen mal. Ja, da oben ist ein schönes Plateau. Da kriegt man eigentlich eine gute Birdie-Chance, wenn man da in die Nähe kommt. So 5, 6 Fuß um den Stock herum. Auf jeden Fall ist es ziemlich eben. Überhaupt die Grüns verhältnismäßig eben. Eigentlich leicht zu spielen. So. Etwas erhöht mit etwas Rückenwind. Ja, das gleicht es eigentlich fast aus, aber wir dürfen auf keinen Fall zu kurz sein. Pitching Wedge. Ah, lang, interessanterweise. Doch lang. It might have been perhaps a little conservative, but right in the heart of the green. Ja, Mitte grün. Ja, jetzt haben wir beides. Es geht natürlich jetzt deutlich bergab. Und wir haben deutliches Break über rechts. Ich würde sagen, deutlich mehr sogar als vorhin. Ja. Ja, wir müssen gucken, dass wir rechts vom Stock bleiben. Der rollt uns sonst links weg. Ja, guter Putt, guter Putt. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Trying to generate some momentum here at the 7th hole. This for birdie. Yo. Ah, yes, runs that one right in. It's a birdie here at the 7th. Yeah, two in a row. Not say no to that. Wie man so schön sagt. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay at -3. Ja, zwei Birdies hintereinander. Und damit kann er sich wieder ein bisschen nach vorne spielen. The 8th hole checks in at 430 yards. After dealing with narrow landing zones on the previous two holes, players here no doubt appreciate a large driving area here at 8. Three deep greenside bunkers guard against a very large green that can yield a 3-putt. If the approach is not accurate. Ja, damit hat er sich jetzt die Ehre erspielt. Mr. Im darf abschlagen an diesem Par 4 mit 419 Yards. Über die rechte Seite geht's. Hat er ein bisschen Draw? Ah, nicht viel. Geht Richtung Bunker. Ja, da sind wir natürlich mit Sicherheit wieder 30, 40 Yards länger. Das heißt, wir müssen an dem Bunker vorbei. Wir müssen an dem Bunker. Ah, da ist noch ein Bunker, gell? Ja, ja, okay. Mit Gegenwind. Mit Gegenwind und leichter Draw. Mit Gegenwind und leichtem Draw müsste das passen. Da müsste auch ein bisschen nach rechts, nach links springen. Ja, nicht richtig durchgezogen, aber die Kurve hat er, glaube ich. Der ist zu kurz. Ah, jetzt bleibt er. Im Bunker wäre mir lieber gewesen. Okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Länge verlieren. Gegenwind, rough und erhöht. Und wir wollen auf keinen Fall links im Bunker liegen. Also machen wir lieber hier rechts. Im Zweifel halt wieder aufs Paar. Erhöht, Gegenwind und wir verlieren Länge. Das Einzige, was wir halt haben, ist kein Spin. Wenn er vorne aufkommt, bleibt er liegen. Okay. Komm, zieh. Oh, schade. Hätten wir doch ein bisschen länger machen müssen. So Iona, this his second from the fairway. Well, it's 128 yards left to the flag today. Pin tucks in the front left-hand portion of the green today. Ja, der scheint auch, ja, der ist auch kurz. Kommt auch wieder ein kleines bisschen runter. Ja, ein Chip wäre normalerweise viel Roll. 8, 4. Das passt, das ist okay, damit kann ich leben. So, den natürlich wieder einlochen zum Pärchen. Das sollte eigentlich kein Thema sein aus der Entfernung. Ja. Ja, manchmal muss man einfach sich auch mit dem Pärchen zufrieden geben. Wir kommen zur letzten Bahn, der Front 9, die 9. The final hole on Oak Hill's front side is this one, the 480-yard 9. This is a demanding uphill dogleg right featuring a fairway that gets narrower the farther a tee shot travels. Players will want to avoid going right, as a tee shot in that direction could lead to being blocked out by trees or, worse yet, wind up out of bounds. Okay, was ist das? Hybrid oder Hölzchen? Sieht eigentlich eher aus. Ja, es ist Hölzchen 3. Also er lässt ihn bewusst etwas kürzer. Was mich wundert, ist doch noch ein ganz schönes Stück bergauf. 224, das ist ordentlich. Also wir werden auf jeden Fall den Driver nehmen. Wind hilft uns eigentlich. Der Wind hilft uns. Ja, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Rechts die Bäume. Wenn wir zu kurz sind, kommen wir nicht an den Bäumen vorbei. Aber ich bin eigentlich der Meinung, das müsste... Ah doch, der Wind drückt noch ein bisschen rüber. Das müsste doch passen. Ja, jetzt ein bisschen nach links springen. 177, ja, wird schon noch ein Eisen 6 sein, denke ich. Eisen 6, Eisen 4, Eisen 7. Auf jeden Fall Ziel Bogey frei ins Ziel kommen. Ja, der ist deutlich zu kurz. Deutlich zu kurz. Erstaunlich. Ah, ja, das dachte ich mir, dass hier der... Ja, klar. Ja, stopp. Da brauchen wir schon ein Eisen 8. Ja, da sind wir immer noch der Baum im Weg, ja. Das ist das große Problem. Da ist jetzt der Baum im Weg, 21 Fuß nach oben. Ja, da müssen wir eigentlich eine deutliche Kurve spielen, eine deutliche Kurve. Das Ganze hoch anspielen. Ja, der wird nicht oben bleiben, oder? Der bleibt oben. Der bleibt oben. Hervorragend. A touch long, a touch left. But still, how good can you putt? Oh ja, das ist mal eine gute Annäherung. Ein bisschen Spin, genau. Und da hat er noch die Chance aufs Paar. Now this for birdie. And this is when you'd expect to make more often than not too much undulation, maybe just a slight move to the right. Ja, ich überlege gerade, das ist so ein bisschen das Break, was wir auch beim letzten Birdie hatten. Und es geht leicht bergauf. Ja, nicht viel. So ist Break, was wir auch beim letzten Birdie hatten. Oh. Kleines bisschen weniger, dann hätte es genau gepasst. Kleines bisschen weniger Speed. So, er muss jetzt das Pärchen noch spielen. Jo, tut er. So, wir haben jetzt nochmal ein deutliches Break. Das gefällt mir gar nicht. Deutliches Break. Über rechts. Aber passt. Yeah, that's a good putt. It's in for par here at the ninth. And that is going to finish off a 3-under front side as they go out in 32. We begin the back nine here at Oak Hill with a 430-yard par 4/10. This hole runs somewhat parallel to the first, so that means Allen's Creek is once again an issue, as indeed it crosses the 10th fairway at right about the 300-yard mark. So, ich denke, ja, er ist noch dran, er darf noch abschlagen, aber ihr wisst ja, wir spielen immer die Front 9 und die Back 9 und dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Par 4, sauber gerade herunterspielen. Just what you want at this point in the round, you're trying to find a rhythm, hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Jo. Und wir schauen jetzt mal kurz ins Leaderboard bzw. auf unsere Scorekarte und fassen kurz zusammen, dass wir wieder mal hervorragend und vor allen Dingen bogeyfrei die ersten 9 Bahnen gespielt haben. An der 1, an der 4 und an der 6 konnten wir Birdie spielen. Der Rest war saubere Pärchen und somit liegen wir 3 unter, was bedeutet, dass wir auf dem Leaderboard im Moment die Führung inne haben. Aber wir sehen, dass viele noch hinter uns kommen werden. Wir müssen also eine ordentliche Führung herausspielen, um dann hier ganz vorne mit dabei sein zu können. Aber wir sehen hier einen Matt Kuchar an der 8, Even Par. Max Homa an der 4, Even Par. Wir sehen Spawn +1 an der 10. Emiliano Grillo +1, Sam Ryder +2, Francesco Molinari +2. Also, so einfach wird es für die Kollegen höchstwahrscheinlich nicht. Also, lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns dann zu den Back 9 hier bei den PGA Championship, dem zweiten Major des Jahres. Ich sage recht schönen Dank und wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.